Meine befehlshabenden Männer sprechen nur gut von dir, Söldner. Was gibt es Neues? Der Athena-Befehlshaber ist tot. Megaris kann erobert werden. Gut. Der Wolf hat den Angriff befohlen. Ich bin froh, dass du uns in unserem Kampf um Ruhm und Ehre unterstützt. Ich kämpfe stolz an deiner Seite. Ja, diesen Platz hast du dir verdient. Wir siegen heute für Sparta und für den Wolf. Komm, wir müssen zum Lager der Vorhut. Ich bin bereit. Folge mir. Wir müssen uns auf die Schlacht vorbereiten. Also erzähl mir vom Wolf. Er ist ein großer Mann, der Sparta zum Sieg gegen die Athener führen. Nein, nein. Wie ist er so als Mensch? Als Vater? Er ist bewundernswert, stark und auf seine Art sorgend. Aber manchmal... Ja? Ach, nichts. Nur... Sein Blick schweift oft in die Ferne. Und ich spüre große Trauer in ihm. Er ist Spartas Feldherr. Aber auch ein Mensch aus Fleisch und Blut. Man kann das Leben nicht ohne Reue leben. Diese Schlacht wird anders als alle, an denen ich bisher teilnahm. Bist du bereit, die Athena zu vernichten? Ich bin bereit für den Krieg. Yeah!
Der Wolf verlangt, den Söldling zu sehen. Wir werden gleich bei ihm sein. Bei allem Respekt. Er wünscht, den Söldling alleine zu treffen. Was? Ich sagte, der Befehlshaber wünscht... Ich habe dich verstanden. Ich verstehe nur nicht, wieso. Das waren seine Befehle. Nun gut. Wie es scheint, kann ich mich wohl um Dringenderes kümmern. Der Wolf erwartet dich. Du hast heute gut gekämpft. Für einen Söldner. Lass den Wolf nicht warten. Also gut. Was soll ich überhaupt sagen? Mörder! Wer hat ihn getötet? Du bist also der Held, dem wir den Sieg verdanken. Sag mir deinen Namen. Damit ich dich als Krieger würdig empfangen kann. Pierre, Pater. Es ist lange her. Unmöglich. Ich sah dich fallen. Ich bin nicht gefallen! Du hast mich in den Tod geschickt! Ich tat, was von mir als Spartiaten erwartet wurde. Ich habe meinen Frieden gemacht. Mach du den deinen. Du warst mein Vater. Du hättest mich beschützen müssen. Du warst leichtsinnig. Du hast mir keine Wahl gelassen. Ich habe meine Schwester beschützt, weil du es nicht getan hast. Das Orakel sagte eindeutig, dass Cassandra sterben muss. Ihr Wort ist Gesetz. Das weißt du. Du kannst dich nicht länger hinter deinem Pflichtbewusstsein verstecken. Genug! Ich kann die Vergangenheit nicht ändern, Alexios. Ich lebe und sterbe als Spartiat. Es winkt eine große Belohnung für den, der dem Wolf den Kopf abschlagen kann. Bist du deshalb gekommen? Du hast dich lange genug gedrückt! Jetzt wirst du dich verantworten! Obwohl du den Tod verdienst, liegt keine Ehre auf dem Feld der Rache. Du musst dich den Geistern der Vergangenheit stellen, Pater. Und das ist noch viel schlimmer als der Tod. Ich habe in meiner Pflicht versagt. Ich habe dich nicht beschützt. Euch beide nicht. Ich liebte dich. Und deine Schwester. Als wärt ihr die meinen gewesen. Aber das wart ihr nie. Was meinst du? Das ist eine Frage. Die musst du deiner Mutter stellen. Warte. Finde deine Mutter. Sie finden? Wo Myrina auch ist. Sie weiß mehr darüber als ich. Wohin gehst du? Meine Ehre suchen.
Meide die Schlangen im Gras, Alexios. Ich muss von hier verschwinden. Ich sollte zurück zu Barnabas. Und? Hast du deinen Vater ermordet? Stiefvater. Die Götter werden dich wohl nicht so hart verurteilen für einen Stiefvatermord. Nikolaus hat mich aufgezogen. Ausgebildet. Er war mein Vater, auch wenn er mich umbringen wollte. Macht es das jetzt besser oder schlimmer? Egal. Deine Familie ist nicht die einzige, die kompliziert ist. Danke, Barnabas. Ich kann mich glücklich schätzen, dich zu haben. Ich bin gern für dich da. Kann ich sonst etwas für dich tun? Meine Martha zu finden. Sie lebt, Barnabas. Zumindest hat Nikolaus das geglaubt. Das sind gute Nachrichten. Gesegnet sei Hera. Was nun? Welchen Kurs soll ich anpeilen? Zuerst müssen wir nach Phokis. Elpenor wollte mich dort treffen. Er schuldet mir Geld. Und eine Erklärung. Also gut, Alexios. Aber lass uns gleich um die Weisheit der Pythia bitten, wenn wir da sind. Wenn jemand Antworten für dich bereithält, dann das Orakel von Delphi. Ein Spruch des Orakels hat meine Familie zerstört. Die Pythia verfügt über Apollons Weisheit. Aber ich gebe zu, wenn man ihre Worte ignoriert, kann das katastrophale Folgen haben. Hätten wir die Pythia ignoriert, wäre meine Schwester noch am Leben und unsere Mutter zu Hause in Sicherheit. Zurück zum Wesentlichen. Du weißt, wo du Elpenor treffen sollst, richtig? Er lebt bei der Anlegestelle der Pilger. Aber Nikolaos letzte Worte waren eine Warnung vor Schlangen im Gras. Klingt, als solltest du dich gut vorbereiten. Wenn, dann sollte sich Elpenor gut vorbereiten. Wir treffen uns bei Apollons Tempel in Delphi, wenn die Schlangen erledigt sind. Oh, Alexios, wegen der ganzen Aufregung hätte ich es fast vergessen. Deinem Zuhause sind schreckliche Dinge widerfahren. Der alten Hütte? Die hielt doch eh kaum der Brise stand. Ich meinte Kephallenia. Eine Krankheit sucht die Insel heim. Man sagt, sie kam aus Kausos und es gebe kein Heilmittel. Viele sind schon gestorben. Scheiße. Der Priester hatte recht. Ein Wort von dir und wir drehen um und segeln nach Kephallenia, wenn du willst. Danke, Barnabas. Ich denke darüber nach. Los jetzt. Elpenor wird eine Menge erklären müssen. Ah, Söldner. Wie war es in Megaris? Der Wolf ist tot. Sehr gut. Der volle Lohn, wie versprochen. Dachtest du, ich würde feilschen? Ach komm, Alexios. Ich schicke nicht jeden Tag jemanden los, den eigenen Vater zu töten. Aber er war ja auch nicht dein wahrer Vater, oder? Woher wusstest du, dass Nikolaus mein Stiefvater ist? Ich liebe das Theater. Alle Künste eigentlich. Ein großer Feldherr wirft seine eigenen Kinder auf Geheiß des Orakels von einer Klippe. Es ist eine Tragödie für die Ewigkeit. Du hältst mein Leben für Unterhaltung? Oh nein, mein Freund. Es ist Kunst. Ich weiß. Es ist etwas viel auf einmal. Komm.
Sag mir, Söldner, hast du etwas von Wert bei deinem Treffen mit dem Wolf gelernt? Er sprach von meiner Mutter. Sie ist am Leben. Nicht mehr lange, fürchte ich. Was soll das heißen? Natürlich, dass du mir ihren Kopf bringen wirst. Bist du verrückt geworden? Du hast den Mann, der dich aufzog, für einen Beutel Münzen getötet. Da habe ich eben angenommen, dass du genau wie ich deine Familie tot sehen willst. Malaka! Du meinst, du kannst Spielchen spielen? Ich schneide dir die Zunge raus! Sehr enttäuschend. Was? Elpenor hat sich wie ein Feigling verdrückt. Ich sollte mich in seinem Haus umsehen. Ein Brief an Elpenor. Oh, Phoebe, du hast ihn direkt zu mir geführt. Elpenor sucht nach einer Frau. Ich frage mich, auf wen er es wohl jetzt wieder abgesehen hat. Ein Ladungsverzeichnis. Elpenor hat sowohl an Sparta als auch an Athen Waffen verkauft. Der Krieg ist in seinem Interesse. Ich habe viele heimtückische Menschen getroffen, aber sie waren nichts im Vergleich zu Elpenor. Ich werde jeden Stein umdrehen, bis ich diese widerwärtige Schlange gefunden und zur Strecke gebracht habe. Das verspreche ich.